So, viele Fragen zu unserem Saustall, den man heute in der Früh gesehen hat, schemenhaft in meinem Guten Morgen-Video. Wir haben das in einen alten Kirchstall eingebaut, in einen gewölbten alten Kirchstall. Haben wir praktisch Holzabteile reingemacht, haben da einen sozusagen Gemeinschaftsraum, wo dann auch alle beieinander sind, wenn es zum Säugen ist. Und zum Abferkeln haben wir da solche Abteile, da mit einer Schwelle, dass die Kleinen nicht raus können, dass nur die Großen drüber können. Und mit einem Nest, wo nur die, muss ich gescheiter herzeigen, wo nur die Fackel rein können. Das sieht man da. Und die Steher da, die 5-8er-Staffeln sind, dass die Sau nicht mit dem Schell rein kann. Da kann ich auch zumachen. Da habe ich sozusagen eine Glocken oder einen Schieber, den ich runterlassen kann. Moment. Da ist immer ein Schieber, den kann man runterlassen in so Schienen. Da sind Lampen drinnen. Das ist jetzt das große Nest, weil das ist ja nachher das Gemeinschaftsnest, wenn alle beieinander sind. Dann haben wir auch da die Fackel in einem eigenen Bereich, wo nur die Fackel hinkommen und die Sau nicht. Es hat dann jede Sau auch da herinnen einen Ursch, wo ihr Wasser rein tun kann. Wenn ihr es einsperren müsst, aus irgendeinem Grund, oder während dem Abferkeln werden sie eingesperrt, dass die anderen nicht stören können. Das ist eben jetzt der Wurf von der Bertha. Das ist die Bertha. Und die Beate, die geht da jetzt gerade auf Besuch zu ihrer Schwester. Ah, nicht die Beate. Bertha und Mercedes, die Mercedes ist sehr schade, ja, dafür einen Namen, gell? Mercedes. Die Mercedes hat ihren Stall am Ende des Flurs, das Earbox, aha, der schieft gerade die Räder vor die Tür. Da ist die Mercedes daheim mit ihrer Fackel. Die sind heute schon einmal eine Runde herausgegangen, aber die gingen eigentlich noch nicht raus über die Stufen, wo die Räder jetzt da drüber steigt. Da auf Besuch geht, also das sind jetzt nicht der Räder, ihre Fackel. Wie man sieht, geht die Mercedes jetzt zu der Räd. Jetzt werden wir schauen, die Räd ist ja, Kampfgewicht, wahrscheinlich fast das Doppelte von der Mercedes. Werden wir schauen, wie sich das jetzt da entwickelt. Aber normalerweise geht das ohne Probleme, wenn die Zuchtsau vorher zusammen gewohnt sind. In dem Fall sehen wir jetzt, die fremden Fackel probieren jetzt bei ihr zum Saufen. Ich nehme mal an, die zwei Damen werden sich das jetzt ausmachen. Sieht man das gleich? Wie das ausschaut, wenn sie die was ausmachen. Also die kennen da kein Pardon. Aber ja, das muss auch so sein, weil das ist der Bereich und das ist der Radio-Bereich. Aber sie müssen ja laut Bio-Verordnung alle raussehen können, am Auslauf. Der Auslauf ist ja, da geht es da raus, oder die raus. Deswegen muss das so sein. Und es funktioniert auch interessanterweise. Also vor allem, wenn die Fackel klein sind, bleiben sie eh bei ihren eigenen, gehen noch nicht zu den anderen. Und wenn dann die Fackel so 4-5 Tage alt sind, dann besuchen sie sich gegenseitig. Ideal ist natürlich, wenn die Fackel komplett am gleichen Tag kommen. In dem Fall sind sie jetzt da eine Woche auseinander. Ja, die sind schon fast 2 Wochen alt jetzt. Und die da sind 2 Tage alt. Wie man sieht. Das sind 14. Die Mercedes hat, glaube ich, 9. Und die Bertha hat 10. 0 Erdrückungsverluste. Eine Verletzung hat es gegeben bei einem Fuß und eine auf einer Flanke. Sehe ich jetzt gar nicht. Das sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Doch, da ist. Das hat da am Kreuz ein wenig gehabt. Das linke schwarz-weiße. Gut. Aber prinzipiell funktioniert das bemerkenswert gut. Wichtig ist halt, dass die Sau sie kennen. Also wenn du das jetzt mit wild zusammengewürfelt die Sau machst und die fighten dann da auf Leben und Tod, das geht nicht. Und wichtig ist einfach, dass man Sau hat, die charaktermäßig passen, dass man Sau hat, die man anklangen kann, die nicht gleich herfahren, die man auch lenken kann, die einen Respekt haben vor einem. Das ist einfach wichtig.
der Charakter ist das um und auf. Gell? Mercedes, sagst du auch.